Luciano Fabbro kam Anfang der 60er Jahre aus dem Friaul nach Mailand und kam dort gleich in die Kreise um Lucio Fontana, Piero Manzoni, wuchs dort auf und entwickelte seine Arbeit. Diese charakterisiert sich dadurch, dass sie sehr vielfältig ist. Es gibt verschiedenste Materialien, vom Glas, Stahl, über Marmor bis zum Mehl auf dem Boden. Es ist also eine Arbeit, die sehr offen gestaltet ist, die auf alle Seiten hin sich zu orientieren versucht. Eigentlich wusste man gar nicht, dass Luciano Fabbro auch gezeichnet hatte, denn diesen Teil seiner Arbeit hielt er von der Öffentlichkeit eher fern, stellte diese Arbeiten auch gar nie aus. Es sind nicht Studien für Skulpturen oder andere Arbeiten oder nur in seltenen Fällen. Es sind meist Werke, die ausgehen von einem Gedanken, von einem Wort, auf Wortspiel und die auf ironische Weise darauf Bezug nehmen, kommentieren, manchmal auch biografisch, manchmal auch sehr eindringlich sind. Diese Werke schuf er für seinen Freundeskreis, er wählte sich Themen, esistere, insistere beispielsweise, existieren, insistieren und zeichnete daran Variationen, verschenkte diese Werke als Geste und hielt somit auch diese Beziehungen aufrecht. Es war für ihn also eine Art Netz, das geschaffen wurde und aus diesem Freundeskreis haben wir eigentlich den Korpus dieser Ausstellung herausgeholt. So ist das eine wirkliche Premiere, die wir hier zeigen können. Fabbros Zeichnungen sind scheinbar sehr rasch abgefasst. Manchmal ist es nur ein Strich, eine Linie, die virtuos gezogen ist. Aber wenn man diese Zeichnung betrachtet, sieht man, dass diese Gesten oft sehr lange bedacht sind, dass sie auf vieles verweisen und dass eigentlich nur dieser kleine Rest auf dem Papier auf manches hinzeigt, was eben nicht sichtbar ist. Und dieses Verhältnis zwischen dem Gezeichneten und dem, was eben darum herum vor sich geht, die Gedanken, eine ganze künstlerische Welt, macht diese Arbeiten so spannungsvoll. Es ist eigentlich ein Neuerfinden der Zeichnung mit anderen Mitteln. Zeichnungen werden in der Ausstellung eingerahmt von zwei Gruppen von Skulpturen. Und ich glaube, es ist wichtig, um Luciano Fabbros Arbeit noch etwas besser zu verstehen. Denn diese Skulpturen sind eigentlich wie Instrumente. Sie sind oft aus einfachsten Materialien zusammengesetzt. Hier beispielsweise eine ganze Gruppe aus Bauteilen, Metallprofilen, wie man sie für Gestelle braucht. Und daraus konstruiert Fabbro seine Gioielli, seine Juwelen oder seine Computer her. Aber diese Computer rechnen natürlich nicht, doch ihn fasziniert, wie sie in seinen Konstruktionen die Dinge ein Gleichgewicht finden, wie sie zusammen zu einer Form kommen, die sich im Raum erst endgültig einpendelt. Und dieses Reagieren auf die Umgebung ist etwas, was seine Arbeit stark charakterisiert. Das könnte man eigentlich auch von seinen Zeichnungen sagen.